So, hallihallo liebe Leute, willkommen zurück zu Daihoxhawk und Call of Duty Advanced Warfare mit meinem Run auf Veteranen-Schwierigkeitsgrad. Ich habe leider keine Ahnung, wieso hier schon abgeschlossen Veteranen dran steht. Ich muss natürlich hier nach Beenden der Mission natürlich gleich erstmal X drücken, dass ich das speichern und beenden kann, damit ich hier wieder in die normale Missionsauswahl reinkomme. Ja, habe ich in dem Fall da gemacht, direkt nach dem Loading Screen und zack, steht jetzt dran abgeschlossen Veteranen. Ich hoffe jetzt mal natürlich nicht, dass es hier alles erschossen worden ist, weil ich habe definitiv die letzte Mission hier, kann ja eigentlich schon mal wieder starten auf Veteran, noch nicht gespielt, sondern einfach nur hier direkt nach dem Ladebalken X gedrückt und dann gleich mit mittels Option Button auf Speichern und Beenden. So, seitdem ja steht abgeschlossen Veteran dran, kein Plan. So, sorry natürlich nur hier, dass hier das hier nichts mit den Trophäen zu tun hat, diesen Bug in Anführungszeichen. Wir sind fast da. Du. Aber sieht man da gleich. Auf jeden Fall ist das hier jetzt die letzte Mission. Auf Veteran. Ja. Und danach geht es ja gleich hier ab. Exo-Überlebenskampf. Da bin ich auch mal gespannt, wie das hier ist. Ja. Komm schon. Genau, wunderbar. Ja. Terminus mit AST. Ja. Soll natürlich, oder beziehungsweise wird wahrscheinlich auch nicht gar nicht so einfach sein. Weil es ja mehr oder weniger auch zeitgebunden ist, wo man dadurch eiern muss. Aber natürlich, sobald man weiter nach vorne kommt und dann gleich den letzten oder den nächsten Speicherpunkt erwischt, wird automatisch mein anderer Typ hier, genau der hier, geliehen, genau, mit gleich mitgezogen. Und die Gegner verschwinden. Ja. Gut. Ich würde meinen, das hängt gut an. Können keine Bodentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Sehe sie. Feuer frei auf diese Boote. Schön hochjagen. So. Feinde auf der Überführung. Noch mehr Boote unter uns. Weiter feuern. Ja. Ne? Ist klar. Sentinel 2. Ach, noch nicht mal ein Kontrollpunkt. Kontamination in der Stadt. Können keine Bodentruppen zur Unterstützung schicken. Over. Verstanden, Kingpin. Es nähern sich mehrere Kampfboote. Oh, wie muss es dann anscheinend wohl anders gehen? Schön hochjagen. Feinde auf der Überführung. Okay, boah, Gott sei Dank. Eieieiei. Was ein Act. Das war's. Absprung. Klick. Feature, Absprung. Wunderbar. Können wir jetzt schön da durchtingeln? Ey, pass mal auf. Kingpin, wir sind unter der Oberfläche. Nähern uns dem Angriffspunkt. Kontrollpunkt ist im Mut. Wenn Sie den Start nicht verhindern können, müssen wir die Kommandozentrale angreifen. Damit riskieren wir weitere Manticore-Kontamination. Aber das ist unsere einzige Chance. Wenn ihr das nicht stoppen könnt, dann verschwindet von da. Springen ist ja in dem Fall wohl auch nicht schneller. Ach ja. Aber was soll's.
Auf die paar Minütchen kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, wenn ich sehe, ich hier schon zweimal die komplette Story und durcheiern bin. Plus natürlich die ganzen Nebenmissionen, was man noch freigeschalten, also neben Trophäen, so rum, in den Missionen. Wieso läuft es denn schneller wie ich? Die Thermoanalyse ergibt Spitzen in der Kommandozentrale. Der Abschuss steht kurz bevor. Das schaffen wir. Ah, merkwürdig, jetzt laufe ich auch schneller, wenn ich hinter dem laufe. Aha. Windschatten, ganz klar. Ja, auf das Geballer jetzt dann hier drin freue ich mich jetzt auch schon. Wird 100 Pro auch nicht einfach. Elona, wir sind drin. Du solltest genau neben der Startplattform sein. Endlich gleich wieder normal laufen. Warnraketen bereit. Raketen bereit. Hauptgeschütze bereit. Kontakt! So. Alle klar. Wir brauchen einen anderen Zugangspunkt. Benutzt die Lüftungsschächte auf der unteren Ebene. Verstanden. Bam, 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 bam. Immer weiter vorwärts. Sie werden starten. Los, los. Jetzt keine Ziele. Bum, bum, bum. Na dann. Abschuss in 10 Minuten. So. Jetzt hier hoch, ja, ne? Wo muss man denn jetzt noch mal? Na. Geht doch. Mann. Ist der Tier stressig? Schwarmraketen bereit. Hä? Ach da, scheiße. Ganz vergessen. Es gibt einen Zugangspunkt zu den Lüftungsschächten voraus. Ich gebe die Position durch. Jo, mach das mal. Lauf, AST, lauf!
Hallo? Da ist die Luke. Mitchell, hier drüben. Ja, ich stehe schon hier. Na, komm schon. Wunderbar. Och nein. Scheiße. Klack, 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 klack. Naja, ging aber doch relativ flott durch, da bin ich sogar auf Rekruti öfters gestorben. Ah ne, da war der Countdown am Arsch, genau. Das war das Problem da. Ich sehe nichts. Los, weiter! Ich sag dir, los, weiter, bleibt stehen. Ne? Typisch. Schieß alles drauf, was du hast! Ach ja, ah, wunderbar. Das war's. Haha. Ja, cool. Ah. Mitchell, halt durch. Dann ist der Teil jetzt wohl auch schon erledigt. Geschafft. Der Start ist verhindert. Mhm. Ich bring dich hier weg. Halt nur durch. So, müssen wir ja nur noch den Drecksack da töten. Beziehungsweise runterschubsen. Nein. Nein. Bam. Och. So, aus mit den da hier. Hä? Geht doch. Hallo? Ja, geil. Ja. Super. Das war halt so klar, ne? Oh Mann, was ein Beschiss. Aber beim nächsten Mal warte ich jetzt echt, bis er auf mich zugelaufen kommt. Das ist mir zu dämlich. Bam. Also. Geht doch, würde ich meinen, ne? First try. Ah, nächster Kontrollpunkt. Boah, ey, wie die Trophäen gehen nicht. Die Schulter sowas wie bei Lords of the Fallen oder so. Dass sie den ganzen Kack dann nochmal machen muss, das ist ja natürlich gewaltig ärgerlich. Verdammt, wir sind abgeschnitten. Wir müssen los. Oder weil er einfach nur einen Zwischenpunkt gespeichert hat, stand daran hier abgeschlossen. Weil er sich gecheckt hat, dass sie nicht abgeschlossen ist, sondern einfach nur mittendrin. Wäre Möglichkeit. Du musst versuchen zu gehen, Mitchell. Ich muss Licht finden. So, haben wir's. Hallo, Mitchell. Servus. Schissene Bewegung. Darum bitte ich auch euch.
hackt unsere Exos. Keine Munition mehr. Ihr verlasst euch zu sehr auf diese Dinger. Die Stadt fällt, es ist vorbei. Was ich begonnen habe, endet nicht mit mir. Es ist größer als ich und sehr viel größer als ihr. Nein. Ihr denkt, ich bin ein Monster? Das liegt nur daran, dass euch die Überzeugung fehlt, das Nötige zu tun. Das Nötige? Der Angriff gegen Amerika? Die Freisetzung von Manticore? Der Tod von tausenden unschuldigen Menschen? Ja, ja. Rette die Welt vor sich selbst. Wenn niemand mehr da ist, der Atlas herausfordert, gibt es keine Kriege mehr. Es musste Opfer auf diesem Weg geben. Ja, ja genau. Das haben schon viele kranke Penner in der Geschichte gesagt. Sie wissen nicht, dass wir den Start verhindert haben. Dieser ganze Bau wird über ihn zusammenbrechen. Ich hätte dich im Gefangenenlager töten können. Ich könnte dich jetzt töten. Aber ich tue es nicht. Ich bin kein Monster. Los, lass mich da rennen. Mitchell, versuch dich aus dem Exo zu befreien. Das war doch, glaube ich, mit Knüppelhämmern oder sowas, ne? Ja, war ja klar. Mann. Aber das Gute ist, das letzte Mal. Oh, Gott sei Dank. Jetzt mich. Es funktioniert nicht. Keine Zeit mehr. Wenn er entwischt, war das alles umsonst. Geh. Jetzt! Ja, ja. So. Eins darf nicht entkommen! Was hier das ewige Getrage? Na, und jetzt wieder hier auf Vollsprint. Bleib stehen. Na komm. Bam! So, alle klar. Kontrollpunkt erreicht. Herrlich. Mitchell, zieh mich hoch. Nein. Ich lass nicht los. Du musst dich hochziehen. Nein. Mitchell, es gibt zwei Möglichkeiten. Du ziehst mich hoch oder der ganze Bau stürzt ein mit uns drin. Oh nein, jetzt schon wieder. Verdammt, ich dachte, das war schon das letzte Mal. Mitchell, was tust du denn? Was tust du? Mitchell, ich gab dir den Arm. Oh, hör auf zu labern, das ist anstrengend. Oh, Gott sei Dank. Bam. Ah, Mitchell! Tschö. So, das war's so, glaube ich, ne? Ziel erfüllt. Ich hab dich, Kumpel. Ich hab dich. Wunderbar. So, jetzt müsste ich eigentlich nur noch fliegen und Ding machen, dann bin ich glücklich. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Eins hatte seine Augen geöffnet. Er sah die Ungerechtigkeit in dieser Welt und dachte, er hätte die Lösung. Wenn er sie wirklich gefunden hat. Na komm schon. Dann hat er sie mit ins Grab genommen. Los, Trophäe. Ah ne, die kommen glaube ich aus bei der Übersicht oder so, ne? Oder in dem Fall beim Abspann, müsste das sein. Hoffe ich. Komm schon. Bitte. Na. So, das ist jetzt der Abspann. Tja, und passieren tut hier erstmal nichts, aber überspringen kann ich. So, mal gucken, was jetzt ist. Ja, immer noch nichts. Oh, oh. Ach doch, hier, oh. Einzelspieler Prestige, wunderbar, oh, geil. Wahrer Söldner, genau, das war jetzt für den mittleren Schwierigkeitsgrad in Anführungszeichen. Perfekt. Geil. So, dann ganz klar zurück zum Hauptmenü. Weil, jetzt kommt dann in dem Fall, in meinem nächsten Part, beziehungsweise ab meinem nächsten Part hier, der Exo-Überlebenskampf.
für die letzten Trophäen hier in Call of Duty Advanced Warfare und dann natürlich immer noch hier so beiläufig immer mal unter der Woche hier der ganz normale Mehrspielermodus, ganz klar. Jo, Leute, ich hoffe, das hat euch so bis dahin erstmal gefallen und ich hoffe auch, dass ihr bei den nächsten Parts mit dem Exo-Überlebenskampf auch wieder mit einschaltet. Also Leute, ich wünsche euch noch was für einen schönen Tag noch. Ciao und Servus.